Hallo und willkommen zurück bei eurem Kastellator mit Star Trek Bridge Commander. Ich habe schon mal angedockt und bin wieder raus. Oh, ich habe so verkackt, ey. Also ich nehme jetzt schon seit über 30 Minuten auf, ne? Und war ja schon bei Elioff. Ich habe so hart verkackt, ey. Ihr glaubt das nicht. Ihr glaubt das echt nicht. Ich habe so hart verkackt. Ja, denkst du, du hast die Mission geschafft? Nö. Sie haben versagt. Ich habe was vergessen. Yes, sir. Und natürlich schmeißt er mich dann wieder am letzten Speicherpunkt raus, ja. Der war da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nett. Na. Also nochmal. Long range sensors are detecting a heavy concentration of Cardassian activity in the system, sir. We'll have a hard time staying undetected, Captain. Maybe they haven't found the device yet. Let's hope. Chief, what can we do to lower our visibility? If we boost power to engines, we'd be detectable by the increased impulse engine emissions. As long as we don't boost power to the engines, I think I can keep our signature reduced. We can lower the main shields and keep our weapon systems powered down. They'd detect us in an instant if we powered either one of those back up. I would also advise against using any boosted scans to search for the device, Captain. That would most certainly reveal our position. We'd have to maneuver into low orbit and use each planet to cover our sensor signatures. Flying half blind with an arm and a leg tied behind our back. Course laid in. Wonderful. Well, Captain, where should we start? Yes, Captain. Das ist so unfassbar, ne? Dieses Spiel kannst du so schnell verkacken. Aber ich hab's auch komplett versaut, deswegen wurde das hier immer länger und länger. Aber ich weiß so halbwegs, was zu tun ist. Punkt Nummer 1, du darfst dich nicht von den Kardassianern entdecken lassen. Was habe ich getan? Bei der Fehlaufnahme, ich habe mich von den Kardassianern entdecken lassen. Captain, the Cardassians have set up a few satellites to orbit the planet. They appear to be continuously scanning its surface. Although their focus is on the planet's surface, I'd advise keeping a distance of greater than 50 kilometers, or we risk being detected. We might be able to establish orbit, a safe distance in between the other satellites. I've plotted several nav points around the planet that should keep us out of their detection range. We can fall back to these positions if we start to get a little too close. Wichtig? Und das war mein Fehler in der Fail-Folge. Ich habe mich nur entdecken lassen, dadurch ist die Scheiße am Ende. Ah. Yes, sir. Also hier war ich voll und hab's. Ne? Also beim ersten Versuch war ich hier und dachte mir, ey, yo, du schaffst das, aber dann hat mich der erste Satellit entdeckt. Dann kam immer mehr Cardassianer und immer mehr, ich habe versucht, mich da rauszukämpfen und ich hab's bei Gott nicht geschafft, mich da rauszukämpfen. Yes, sir. Standard Orbit. Aye, sir. Naja, und voll verkackt. Richtig hart verkackt. So, der zweite links. Sollte mich jetzt nicht entdecken. Oh, das darfst du echt nicht verkacken, ey. Wir sind sogar ganz gut. Oh, und was gibt's Neues von Kashi? Entry Kashi Standard hat seine PC-Basteleien beendet. Hart beendet. Muss aber gucken. Dass ich den Abstand genau einhalte. Darf nicht zu gering und nicht zu hart sein. Also, ich habe meine PC-Debastelein beendet. Ich muss jetzt nie wieder Überhitzungen befürchten. Komm. Millimeter. Na, vielleicht ein Ticken schneller. Noch einen kleinen Ticken. km/h fliegt der, ne? Ja, das dürfte so passen. Oder?
131. 115, ja, es dürfte so passen. Gut. Boah, Alter, müssen wir mal scannen. Initiating scan. Cutscene. Jetzt klappt's mal. This planet is comprised of carbon rock with a nickel iron core. The atmosphere is highly volatile, with methane, sulfides, and carbon monoxide. It suffers constant ionic storms and shows signs of recent meteor impacts. Wait, Captain, I'm picking up a faint energy source. I agree. I cannot get a completely accurate reading, but the energy source originates from a silicate mass that appears to have impacted the surface recently. An away team could check the readings. Difficult, Commander. The ionic storms on the surface are interfering with our transporter signals. If we attempt to beam through it, whoever is in the matter stream may not be able to be reconstituted. Then we'll send a shuttlecraft. Commander, the intense radiation combined with the severity of the ionic storms makes me the only logical choice for this mission. The radiation levels will not affect me, and my positronic brain is shielded from such volatile energy sources. Once I have located the device, I can relay my findings to you. We have little choice, Commander. You can launch from Shuttle Bay 1. I'd recommend bringing along a few pattern enhancers, just in case. Narrowband communications should keep us in touch with you, sir, but we may not get a very strong signal through. Understood. Transmission from the shuttle, sir. On screen. Data to Sovereign. I am approaching the planet's surface. The storm activity is buffeting the shuttle, but I should be able to land without incident. Data out. Commander Data signaling again, Captain. It's a little garbled. I'll try to clean it up. On screen. Sovereign, I am on the surface about to start my reconnaissance. I will report on my findings periodically. Hoffentlich endet das nicht in ein Entdeckungsdesaster. Ich hab da Schiss. Commander Data, sir. Voice only. The ionic storms are affecting the transmissions from the handheld unit. Data to Sovereign. I believe I have located the energy source. It is emanating from a silicate-based probe of some kind that seems... Captain, I'm reading multiple Cardassian warships closing on our position. Incoming message from the hostile ship, sir. A Cardassian patrol has just entered the area. So, the Federation seeks to steal my prize. I think not. But my thanks for leading me to it. Unfortunately, your services are no longer required. Get Data out of there, Chief. Emergency transport. No good, Commander. Too much interference from the storms. Red alert, shields up. Sovereign to Data. We've been detected by a large Cardassian strike force. Can you make it back to the ship? Doubtful, Commander. You must get this information back to Starfleet. I will be safe here on the surface. The intense radiation should prevent any Cardassian forces from attempting to beam down. I believe this device may have a direct link with the Vesuvi event. Therefore, it would be best if the Cardassians did not know I was here. Captain, the Cardassians are closing on our position. What do you wish to do, Commander Data? If you destroy the satellites orbiting the planet, I can gather the information to destroy, on the Captain. Device without being detected. I can also position the shuttle to avoid further detection. Understood. I will await further contact. Data out. We can't leave Commander Data behind. We can't save him if we're dead, Mr. Diaz. Moving into attack range. Besides, the Commander is in a safer place than we are at the moment. Alter, seht ihr auf dem Radar? Data can take care of himself for a short while. Da kommt gerade so einiges an. Ein bisschen schneller fliegen. Target hull integrity at 75%.
Alter. Sweeping through phaser arcs. Target call integrity at 50%. Moving into attack range. Da fliegt so einiges auf uns zu. Sollte die zwei zerstören. Moving into attack range. Alter, ich flieg jetzt genau unter die durch. Das ist Madness. Aber kein Game Over Screen oder sonstiges, weil ich entdeckt wurde. Das ist schon mal gut. Und keine Admiral Ludi Anfunk von wegen, sie haben versagt. Aber was ich erzählen wollte, ne? Ich muss keinen Überhitzungstod mehr fürchten bei meinem PC. Hab vieles geändert. It's time to leave, sir. We've done all we can here. Sweeping through phaser arcs. Disengaging. Yes, Captain. Und ja, ich habe einiges geändert, verbessert, neu gemacht. Und weg hier. Und selbst beim Basteln habe ich schon die Krise bekommen. Oh mein Gott, der Sound knistert. Aber das habe ich zum Glück auch im Griff bekommen. Excellent work in locating the device, Captain. It's unfortunate you were not able to secure the area and retrieve Commander Data. From what I know of him, the commander is extremely resourceful and will find a way to survive. Rest assured, we will find a way to bring him home. In the meantime, see to your ship and crew until further orders. Liu out. Can we unsafe? Yeah, nice. Felix Savali, personal log, stardate 55403.5. I feel responsible for leaving Commander Data behind at Aliath. No one has blamed me, but I still think I could have held off our attackers long enough to retrieve him. Miguel has told me over and over to forget it, that it couldn't be helped. But I can't get it out of my mind. I have been in countless battles, and never before have I left a comrade behind. Still, the Cardassians are up to their old tricks, and I'm sure there'll be more confrontations between us. We still might have a chance to get back to the Aliath system and pull Data out of there, if he survives. Incoming message from Starfleet. The Cardassian faction, led by this rogue, Matan, has formally declared war on the Federation. The offensive you witnessed was not an isolated incident. The Cardassians are on the verge of breaking through into other Federation-held territories. Every combat-capable ship has been ordered to fight a delaying action against the Cardassian forces, while we attempt to evacuate local installations. Rendezvous with the USS San Francisco in the Artrus system, and delay the Cardassians as long as possible. I'll be honest with you, Captain. We do not expect this line to hold. We can only hope we will be able to stall the Cardassian offensive. Good luck. Nice. Yes, sir. Yes, Captain. Nein, nicht du. Nein. Captain. Du. Cancel red alert. Wir haben ein bisschen was abbekommen. Ein bisschen. Docking sequence initiated. Aber was gibt's noch Neues zu erzählen? Überlegen. Ah, ja, stimmt. Ich habe was Schönes auf unseren Discord-Server, unseren Community-Server eingebaut. Eine schöne, nette Funktion. Ich habe mich mit diesen Webhooks auseinandergesetzt. Hat ewig gedauert. Ich habe mich ja den ganzen Tag lang reingekniet. Von morgens bis nachts. Ja. Und dabei habe ich jetzt eine lustige Sache entworfen. So mein Discord-Bot mit. Sir, we must go to the Artrus system to aid the San Francisco.
Halt die Schnauze. Also mein Discord-Bot in Zusammenhang mit einem Webhook tut jetzt jedes Video, was ich hier hochlade, da posten. Für mich einfacher, weil ich bin faul. Ich geb's zu, ich bin faul. Ich hab keinen Bock, immer ein neues Video zu posten und so. Also in Discord meine ich jetzt, ne? Vor allem hier, Leute, da ein neues Video, guck mal rein oder so, ne? We have arrived at the outskirts of the Artris system, sir. Detecting two galores engaged with a galaxy class. It's the San Francisco, sir. She's hailing us. Red alert, shields up. Engaging to destroy, Captain. You're a welcome sight. So far, we've been able to hold them off, but I sense that they are going to make a big push soon. The galores are trying to double-team the San Francisco. The galore's shields are damaged. San Francisco is firing. Their forward shield is draining. Ja, ich bin da so ein bisschen faul. Bisschen. Immer wieder Link posten und so und aufmerksam machen und Dinge tun und. Da ist Kashi faul. Und deswegen übernimmt das jetzt mein Bot im Zusammenhang mit diesem Webhook. Alles, was ich poste, kommt in ein Switch. Mama, Papa, Ball, rede Deutsch. Kommt in einen speziellen Raum namens YouTube, ne? Auf dem Discord-Channel. Ja. Und einfach für euch, ihr könnt euch dann Dinge angucken mit einem Klick. Macht's für euch einfach, macht's für mich einfach. Alle haben was Gutes davon, würde ich mal behaupten. Und ich bin einfach nur faul. Lining up forward torpedo tubes. Target hull integrity at 50%. Sweeping through phaser arcs. Disengaging. Yes, sir. Oh, ne? Sir, two more galores and a Keldon have been. Oh, willst du mich verarschen? This could be Captain Zeiss's adjusting big push. Aye, sir. I'd have to agree with you, Chief. Kompression. We could take on one of the galores in the Keldon, sir. Ach, San Francisco could take care of the other galore. Moving into attack range. Oh, und ich habe mich ein paar Tage damit befasst, einen Death-Counter zu entwickeln. Haben wir gedacht, das ist mal eine lustige Sache für Spiele, wo man recht häufig sterben kann, wie zum Beispiel McGee's Alice oder auch Alice in the Returns, obwohl ich kann mich kaum erinnern, dass ich da wirklich mal gestorben bin. Vielleicht ein, zwei Mal, aber beim ersten Teil von Alice. Als ich das mal angespielt habe, meine Fresse bin ich abgekratzt. Da war die Quick-Save-Funktion ein wahrer Segen. Aber wirklich ein wahrer Segen. The Raft Shield has failed, Captain. Sweeping through phaser arcs. So, jetzt machen wir es fertig. Also wie mal erwähnt, kommt auf unseren Discord-Server. Habt Spaß. Plaudert, spielt zusammen. Alles Mögliche ist möglich. Tut's einfach mal. Würde mich freuen, also mehr von euch zu sehen. Lining up forward torpedo tubes. Und außerdem muss die Community wachsen. Target hull integrity at 50%. Lining up rear torpedo tubes. Au. Ja, halt den Arsch hin. Sweeping through phaser arcs. Lass Papa mal mitmachen. Lining up forward torpedo tubes. Du links, ich schieße. Na, treffen wir? Na gut, ich lenke jetzt mit. Macht Spaß.
Their bottom shield is draining, sir. Yes! Sir, we are draining their top shield. Their bottom shield is draining, sir. Drehen. Zack, zack. Ah, nein, hat getroffen. Wo der wohl hinfliegt. Target hull integrity incoming at 50%. Message, sir. Priority channel. Captain, two of our ships, the Venture and the Devorah, target's hull has been have breached, come under Captain. Heavy attack in the ONA system and are in need of aid. This system is crucial to the defense of the Savoy training grounds and the Savoy 1 tactical station. You and the San Francisco must do whatever is necessary to hold that system. Liu out. Sir. Captain. Orders are orders. We're on a collision course. But are they serious? How much more of this do they expect us to take? If Starfleet needs us to buy them time, that's what we have to do. Course laid in. Yes, sir. Okay, retten wir die Typen mal. Beziehungsweise wir versuchen es. Und ich muss sagen, die Kopfhörer, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Vielen Dank nochmal, Luna. Und Mann. Und ich muss echt sagen, Kopfhörer sind geil. It's Captain Martin of the Devor. On screen. Glad to see Target's you, Sergeant. Hull has been breached, They've Captain. Been coming at us pretty heavily in this system. Now that you're here, the odds are improving. If you and the San Francisco pick your targets, we can handle the rest. Falling back for an attack run. Their bottom shield is draining, sir. Captain, our attacks are draining their right shield. Sweeping Transmitting through your arms. New orders, Captain. Main power we is have at acknowledged 50%. The command. Sending orders. Ich wollte das schon mal ausprobieren. Hab das mal eben so in einem Handbuch gelesen. Du kannst auch deine Einheiten befehligen, wenn welche dabei sind. Also. Sending orders. They have acknowledged the command. Transmitting your new orders, Captain. Orders acknowledged, sir. Ja, geil. Sweeping through phaser arcs. Jetzt greifen wir alle dasselbe Schiff an. Wer hätte gedacht, dass das funktioniert? Sir, their aft shield is draining. Oh, ihr werdet schneller gefickt. Torpedo tubes. Their forward shield is draining. Venture hat nur was abgekriegt. Oder Venture, Venture, wenn man was ausspricht. Der hat auf jeden Fall was abgekriegt. Gefällt mir nicht. Falling back for an attack run. The RAF shield has failed, Captain. Aber geil, dass man seinen Angriff auch koordinieren kann. Muss ich mir merken. Our ventral shields are draining, sir. Lining up forward torpedo tubes. Das ist immer einer über, jetzt werden sie automatisch drauf gehen. Da muss ich nichts mehr sagen. Moving into attack range. Dann will sie drauf gehen. The RAF shield has failed, Captain. Oh, und dass man wieder einfällt, hat sich tatsächlich mal jemand beschwert? Es hat sich wirklich jemand beschwert. Dass ich so selten sage, was ich dampfe. Ne? There's enough to go around. Muss man sich mal geben. Moving into attack. Transmitting your new orders, Captain. They have acknowledged the command. Transmitting your new orders, Captain. They have acknowledged the command. Also mein lieber Herr, der gerne mal wissen möchte, was ich dampfe. Heute ist es Satanico, das Aroma.
beinhaltet Erdbeere, Himbeere und schwarze Johannisbeere. Mhm. Sehr lecker, kann ich nur weiterempfehlen. Natürlich bei mir mit 3 Milligramm Nikotin. Kann man aber auch weglassen. Und ist für jede Base geeignet. Ziemlich geil, das Zeug. Wer hätte gedacht, dass es Leute gibt, die darauf wirklich achten und wissen wollen, was ich dampfe? Wer hätte es gedacht? The RAF shield has failed, Captain. Moving into attack. Transmitting your new orders, Captain. Sending orders. Orders acknowledged, sir. They have acknowledged the command. So, dich ficken jetzt, Galore 8. Wir gehen auf die Kompressoren, hier geht woanders rauf. So passt das. Sir, we are draining their top shield. Läuft. Sweeping through phaser arcs. Läuft gewaltig. So, der letzte. The RAF shield has failed, Captain. Kompressoren, wie immer. Machst du doch, oder? We are being hailed. So. Intelligence reports that the Cardassians have more ships moving towards target the Onus integrity system. At 75%. It is certain we cannot hold the Onus system. In light of this, I'm ordering a their full evacuation draining, of all sir. Personnel from the Savoy Lining 1 station. Up rear torpedo tubes. You and any surviving ships will hold off the Cardassians at Savoy sir, 3, the right shield while has the Devor continues to Savoy 1 to provide cover for the evacuation transports. Wirklich? I know we are asking a lot of you and your crew, Captain. But you must sweeping hold through on. Phaser arcs. It is imperative that we save as many lives as possible. Course laid in. Also, wir machen eine kurze Pause. Weil das Video wird sonst zu lang. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Kaschelator, hab ich lieb. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Kommt bei mir auf den Discord, folgt mir auf Twitter und irgendwas diesem Video. Würde mich freuen. Lasst einen Kommi da, wie es euch gefällt. Papa braucht Feedback. Ja, bis denn. Ne? Haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Und tschüss.